Autoliebhaber erkennen es sofort. Das ist ein Opel Manta, das Kultauto der 70er und 80er. Baujahr 1975, 105 PS unter der Haube. Das Schätzchen gehört Marius Schlott aus Petersberg in Osthessen. Und es hat bald einen ganz großen Auftritt, nämlich im Film Manta Manta 2. Der kommt Ende März ins Kino mit den ganzen Stars aus dem ersten Teil, also Til Schweiger, Tina Ruhland und Michael Kessler. Und eben diesem schicken Manta von Marius Schlott. Denn das Produktionsteam war auf der Suche nach einem echten Manta und ist bei Marius fündig geworden. Letzten Sommer wurde gedreht, der Manta war etwa 6 Wochen lang am Set. Marius durfte auch mit dabei sein und unter anderem Til Schweiger kennenlernen. Zur Premiere des Films ist Marius Schlott auch eingeladen und will dann natürlich mit seinem Manta vorfahren.